Liebe Leute, weiter geht's. Wir sind leider wieder runtergesackt ins letzte Drittel in der Kulturdekadenzwertung. Deswegen wieder Chance, jede Runde eine Alterungsmarke zu gewinnen. Tatsächlich kommt es hier jetzt schon zu einem Angriff der Bithynier. Ach du Schreck. Ich dachte, wir würden da noch eine... Ach nee, es kommt sogar zur Schlacht. Das heißt, sie haben den Sturmangriff jetzt befohlen. Tja, mit drei Einheiten werden wir da wohl nicht standhalten können. Nein. Das werden wir uns zurückerobern müssen. Wir sind ja direkt hier eingezogen. Da wird der Gegner jetzt wiederum nicht standhalten können. Wir haben allerdings zwei Effektivitätstreffer hier abbekommen. Und das war unsere kleine Truppe, die wir entsandt hatten. Genau, die sollte eventuell dann hier nach Westen weiterziehen, sich mit der anderen zusammenschließen. Pontos hat angesichts der feindlichen paphlagonischen Armee hier auch seine Offensivbewegung abgebrochen. Und wir gucken uns mal diese kleine Schlacht an. Der Gegner hat ja immerhin sechs Einheiten dabei. Kampfkraft ist allerdings deutlich zu unseren Gunsten. Ja, aber er hat ja mit dem Plänklern schon ganz gut getroffen. Im Nahkampf natürlich aber gegen die Söldner keine Chance. Ja, hier war ein guter Treffer, deswegen hier unentschieden und gegen die Bogenschützen sogar siegreich. Ja, unglücklich. Aber wir haben gewonnen. Eine Miliz ist davon gekommen. Unter Kassander, lustigerweise. Okay. Auf der Minimap habe ich jetzt unten keine entscheidenden Bewegungen im Osten gesehen. Eine Bewegung war da, glaube ich. Irgendjemand ist aus unserer Sichtreichweite rausgezogen. Deswegen wiederholen wir das mal nicht. Judäa möchte Frieden schließen. Und uns dafür 50 Vermächtnispunkte abziehen. Nope. Das wird nicht passieren. So, Kyrene möchte nicht kooperieren. Die Saker wollen kein Metall. Athen will auch kein Metall. Maurier auch nicht. Kolchis auch nicht. Und wir haben tatsächlich eine dritte Alterungsmarke erhalten. Diagolis hat einen Sklaven bekommen aus der Schlacht hier drüben. Ich werde Athen aber nochmal fragen wegen des Geldes. Ne? Wir brauchen das Geld. Wir wollen von euch... Ach, sie haben das Geld anderweitig aufgebraucht. Deswegen hat das auch nicht geklappt. Sie haben damit irgendwas gemacht. Sie haben irgendwas damit gemacht. Und Kolchis kann uns kein Gold geben. Scheinbar haben auch sie das aufgebraucht. So, wir gehen mal bei den Sakern auf 320. 16 Punkte und bieten ihnen mal etwas mehr Metall. 5 plus, ne? Also sollte eigentlich mit... Na gut, wir haben keine Beziehung bisher mit ihnen, aber den Bonus, den Diplomatiebonus unseres Herrschers kriegen wir ja immerhin noch dazu. So, die leichte Kavallerie hat sich in die Stadt zurückgezogen, hinter die Mauern. Ich werde hier mal weiterziehen. Die Armee kommt auch. Wir haben da allerdings, wie gesagt, Probleme wegen der Finanzen. Vielleicht sollten wir mal von den Schiffen welche auflösen. Sind ja auch relativ teuer. Nehmen wir mal diese beiden, teilen die raus, die zwei leichten auflösen. Das waren sowieso, glaube ich, pontische Schiffe, die wir übernommen hatten oder sowas. Oh, die KI hat sich bewegt. Eine lysimachische Streitmacht mit Hetairoi und viermal Phalanx steht vor Adrianopolis und belagert dieses. Sie haben die Fähigkeit Taktiker.
Und die Belagerung wird kurz sein, ja, weil sie da ordentliche Werte mitbringen und hier keine allzu hohen Mauern drinstehen. Na, das ist ein bisschen ärgerlich, aber na gut, das war ja sowieso zu uns übergelaufen, da haben wir ja nichts für getan. Durch die reduzierte Bonusbelohnung und monatliche Bezahlung haben wir viel Geld gespart, doch werden weniger Männer der Armee beitreten. Okay. Wir haben Schulden angesammelt. Die Regierungsgeschäfte und die herrschende Schicht werden dadurch beeinträchtigt. Aha. Okay. Es dauert noch hier eine Runde, die Spinnerei fertigzustellen. Und hier haben wir eine neue Bevölkerungseinheit auf Lesbos. Da können wir also weiter bauen. Und ich denke, auch wenn das mit dem Karawanenhaus sehr verlockend ist, wegen der Finanzen, bräuchten wir auch Infrastruktur. Nein, wir machen das mit dem... Wir machen das mit dem Karawanenhaus und zwar so, 12 Runden dauert das dann, naja, immerhin. So. Cyzicus, Phrygien haben wir eingenommen. Kann auch mal direkt jemand hier in die Finanzproduktion gesteckt werden. Und dann bräuchte man hier... Ja, Sklavenmarkt möchte ich da eher ungern haben. Aber Infrastruktur ist sehr wichtig, auch wenn das leider sehr lange dauern wird. Aber die Mali von der Besetzung werden ja auch irgendwann verschwinden. So, das haben wir ebenfalls eingenommen hier. Zumindest unter unsere Kontrolle gebracht. Umverteilung, dann wollen wir jetzt hier mal eine Palisade bauen. So, mehr untätige Regionen haben wir momentan gar nicht, indem wir was machen könnten. Das mit Bithynien hier, das ärgert mich natürlich. Und der General hat 2 defensiv, deswegen... Wird mit ungefähr 3 Einheiten verteidigen. Ach so, das ist die Garnison von 3 Einheiten. Ja, okay. Die Frage wäre jetzt, ob man direkt hier Marestos zum Beispiel besetzt mit Nicea. Oder ob man stattdessen die Feldschlacht sucht. Wie gesagt, ja, wobei hier sind viele Plänkler dabei. Wir haben 3-mal Kavallerie und 2-mal leichte Kavallerie. Der Gegner 1 und 2, 2-mal gewöhnliche Infanterie, 1-mal schwere. Wir haben Silberschilde dabei, Phalanx und Söldner. Ich glaube, ich riskiere das. Hoffentlich war das nicht die falsche Entscheidung. So, die Truppe kann jetzt im Grunde hier Nissa einnehmen. Wobei der Feind natürlich mit dieser Söldnerarmee ebenfalls hier hochziehen könnte. Lohnt sich das? Ich würde eigentlich ganz gerne zusammen mit dem Truppen aus Pontos natürlich kämpfen. Dann wären wir bei 20 Einheiten. Sie haben da den Streitwagen, ja, der bringt hier in dem Gelände ja nicht so viel Wald und Hügel. Aber sie haben sehr viele Plänkler, das ist natürlich gut. Wir haben 5 Plänkler, 4 Fronteinheiten, keine Kavallerie, die flankieren könnte. Bin
nach wie vor unentschlossen, ob das die richtige Entscheidung ist. Wir könnten hier natürlich auch warten und die Truppe hier rüberziehen. Das machen wir vielleicht mal. Stattdessen bleibt mal da stehen. Oder schützt vielleicht. Das könnte man auch machen. Hier schützen, ne? Damit da keine Unruhe und so weiter reinkommt, beziehungsweise Lydien wäre eigentlich noch wichtiger. Da brauchen wir aber zwei Runden hin. Hoffen wir mal, dass sie Lydien nicht angreifen. Was ist hier passiert? Kultort gebaut, aber das Bevölkerungswachstum lässt auf sich warten. Dann gehen wir noch mal ein bisschen stärker auf die Nahrungsproduktion. Finanzen, Kultur wird auch so hier ganz gut produziert. Ja, weitere Söldner auflösen? Ich weiß es nicht. Was habt ihr denn eigentlich für Kavallerie-Söldner auch? Die Manpower, um jetzt richtige Infanterie zu rekrutieren, hätten wir ja. Aber wir brauchen die Söldner auch für die Belagerungsfähigkeit natürlich. So, ich schaue jetzt noch einmal bei den Entscheidungen rein. Notfallberufung wollen wir nicht. Metall 300 haben wir. Verkaufen? Das habe ich doch aber letzte Runde schon gesagt. Warum hat er das jetzt nicht gemacht letzte Runde oder was? Oder haben wir so viel Metall gehabt? 600. Ja, liegen hier mal ein paar Tage dazwischen, auch wenn es nur drei sind. Habe ich auch andere Dinge im Kopf und vergesse solche Kleinigkeiten dann doch mal schnell. Naja, Armenien, wie ist das eigentlich mit Beziehungen so? Vier. Naja, wir kooperieren ja immerhin, ne? Wobei, wartet mal, die Entscheidung. 500 für 300. Und mit wem habe ich jetzt... wem hatte ich das jetzt vorgeschlagen? Den Sakern, ne? Ist halt die Frage, macht man das jetzt lieber anstatt der Entscheidung? Spart 20 Metall, kriegt 20 Gold mehr im Idealfall? Oder es scheitert und man macht das lieber über die Entscheidung? Ich würde sagen, wir machen es lieber über den Handel. Nehmen das wieder raus. Läuft in 7 Runden ab. Können wir sonst nächste Runde nochmal machen? Oh, die Baktrier sind vorgestoßen, haben eine maurische Region hier erobert. Sie sind aber nicht hier durchs Gebirge gegangen, sondern durch das persische Gebiet von Seleukos. Spannend. Nun gut. Nun gut, nun gut. Das hier oben ist echt ein Problem, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich sollte man die Armee hier vielleicht auch tatsächlich im Bogen dann hier rumführen, wenn wir die Region befreit haben, anstatt hier jetzt eine Belagerung zu beginnen. Wobei die Chancen halt cool wären, weil Seleukos ja mit Mauria beschäftigt ist. Ah, oh, ist alles nicht so... alles nicht so rosig hier. Na gut, ich glaube, wir lassen es dabei. Kurzer Blick mal nach Italien, oder auf die italischen Halbinsel besser gesagt. Hauptgeneral hat jetzt hier mit Rom die Senonen unterworfen. Samnium ist hier noch. Die Etrusker sind hier noch. Die Celtici sind unterwegs. Die Cherusker haben sich relativ weit verbreitet tatsächlich. Hier laufen interessante Kämpfe zwischen Bretonae, Briganten und Pikten und Kaledoniern ab. Und die Keltiberer werden scheinbar von den Lusitaniern hier überrannt. Was ist da denn los?
Das war doch, waren Sie hier, oder nicht? Und Karthago. Drei Regionen besetzt von den Numidiern, die aber auch im Krieg mit Messer Issylien sind. Also da ist auch einiges los. Spannend. Und ja, Mr. Merp hat hier eine Region schon mal wieder zurückerobert von Kyrene. Hätten Sie mal eine Kooperation mit uns gemacht, hä? Naja, alles klar. Liebe Leute, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.